Nur für Sie schon mal zu, als Info. Ja, bitte, Patrizia. Nur für Sprache. Wie bitte? Na gut. Also, das Fahrzeug hinter mir ist ein Euros. Der liegt im Verkaufspreis bei 50.000 ungefähr. Dieser hier ist aber schon voll getuned, was man sehr gut an der am Bodykit sehen kann, was dran ist, als auch an der Neonbeleuchtung und natürlich Motor alles gemacht. Genau. Wir liegen hier wieder beim Startpreis von 5.000 Dollar. Hat noch wer Fragen zum Auto oder können wir starten? Nun, wir machen... Ja. Soll starten. Gut, wieder wie eben gerade. Der am längsten bleibt, muss nach vorne treten. Und dann würde ich sagen, alle laut genug reden und wir starten mit der Verlosung, mit der Versteigerung. 5.000 Dollar Anfangsgebot. 10. 15. 15? Okay. 20. 20.000, krass, okay. 30. 30.000, okay. 35.000. 35.000. Du kannst gegen Tyler gar nicht gewinnen, Dom. 40.000. Dom, du kannst gegen Tyler gar nicht gewinnen. Lernen. Warum machen die das? Weil sie 40.000 zum Ersten. Der Herr bitte nach vorne treten. 40.100. 40.100 zum Ersten. 45. 45.000. Nach vorne treten, bitte. 46. 46.000. 50. 50.000. Dominik! Okay. 51. 51.000. 55. 55.000. 56.000. 57. 57.000, sehr schön. Was ist denn? 68. 60.000. Okay. Ihr habt aber schon verstanden, wie so eine Auktion funktioniert, Leute. Da, ihr sollt sparen, ne? So, hier geht's nicht mehr um Geld, Mann. Hier geht's um Respekt. 60.000 zum Ersten. 60.000 ich kann zum Zweiten. Nicht. 60.000 okay. Zum Dritten. Oh Gott, bitte nicht. Und verkauft. Da gar nicht. Oh nein. Dann kommt der wieder nach vorne, check, ob sie auch genug Geld auf dem Konto haben. Mein Bein dann ziehen wir uns eben zurück. Ja, danke. Und dann kann in ca. 5 Minuten das 20. Auto im Vorgarten. Großartig. Mal, Spaß haben für diejenigen, die es interessiert. losgehen. Ja, wo ist er denn? Danaka. Wo ist nicht? Wirklich? Ja. Hast mich enttäuscht. Oh, ich hätte angerufen, ich muss auch machen. Warum habe ich dich enttäuscht? Ich hätte dir sagen können, wie viel er auf dem Konto hat. Dann hättest du drüber bieten können. Wie viel hat er denn auf dem Konto? Hat nicht mehr viel gefehlt. Sagen wir so. Ja, trotzdem, 60.000 ist mir das Fahrzeug nicht wert. Ja. Na, ich glaube, er wollte aber einfach nur gewinnen. Ich glaube, ihm ist das Fahrzeug auch nicht wert. Wollen wir jetzt hier wegkriegen? Ja. Oh, um Gottes Willen. Wir haben gar keinen Platz mehr im Vorgarten. Wir brauchen ein größeres Haus. Ich wollte jetzt einen dummen Tschüss sagen. Ja. Das ist ganz schön effektives Feuerwerk, würde ich mal sagen, ne? Das haut ordentlich rein, das Feuerwerk. Holy shit. Halber Erdbeben. Alter Vater. Ich habe das Gefühl, das ist normalerweise kein Feuerwerk, was sie da schießen. Normalerweise ist das, glaube ich, kein Feuerwerk. Du Scheiße. Ich hoffe, es ist gerade kein Heli unterwegs. Ganz ehrlich. Das ist normales GTA-Feuerwerk, ja? Mhm. Klasse. Mit dem Feuerwerk Raketen werfen. Wer kennt's nicht? Das gute alte Feuerwerk Raketen. Raketenwerfer Feuerwerk. Also. Oh, stimmt. Hammer's. Happy New Year und so. Alter, das Feuerwerk haut echt rein, ne? Das passiert. Da bin ich, glaube ich, nichts getrunken. Sonst wärst du dich jetzt wundern, oder was? Oh, also was ich gerade für 60.000... Ach Gott, ich hasse einfach alles. Das ist einfach alles. Was ich gerade für 60.000 Auto gekauft habe, was für 50.000 nicht mehr los wird. Also, na egal. Ja, selber schuld. Mhm. Naja. Weißt du, und gestern reden wir noch. Wir reden gestern noch über das Thema Geld, was mir ein bisschen leidig ist, aber er meint noch so, ja, bin gerade am Sparen. Wie habe ich das quasi früher gelernt im Fitnessstudio? Es geht nicht darum, was du auf der Bank drückst, sondern was du abheben kannst. Na klar. Weißt du, was das Gute ist?
Er kann sich auch definitiv kein zweites Fahrzeug jetzt mehr leisten. Das ist gut. Ja, morgen wird ja verlost. Naja, das ist ja egal. Aber er kann sich jetzt definitiv kein zweites Fahrzeug bei der Auktion mehr leisten. Ja, aber das macht ja nicht mehr Platz in eurem Vorgarten. Ja, das stimmt allerdings. Wir brauchen einen größeren Vorgarten. Wir brauchen ein zweites Haus. Seh das, komm. Einfach nur für die Autos. Oh Gott. Ein Glück habe ich einen kleinen. Jetzt habe ich morgen einen Termin mit meinem Proktologen. Also, super getan. Bei Nuri oder bei. Beiden. Ja, viel Spaß. Die stecken nämlich beide Finger gleichzeitig rein. Ich kann die ganze Hand da reinstecken, das ist mir scheißegal. Da ist genug Platz. Was? 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 Alter, was sind das für Lichter in meinem Gesicht? Was? Boah. Hä? Das habe ich jetzt nicht gehört. Ich weiß nicht, wovon du redest. Wolltest du nicht wohl? Ich gehe mal kurz meinen Gatten beglückwünschen zu seiner neuen Errungenschaft. Klasse. Und mich. Na, ich wünsche euch beiden was, ne? Ich bin jetzt weg. Ciao, Drago, komm. Beide, wie sagt man, beide Timeline ist überspannt. Ah ja. Natürlich, so sagt man das. So sagt man das. Ich krieg wieder Halsschmerzen und. Ja, dann hau mal lieber schnell ab ins Bett. Schöne heiße Milch mit Honig vorher noch, ne? Genau, ihr zu Dommi. Na gut, denke ich halt nicht so dumm. So, die Schlägerei findet gleich auf der Tanzfläche statt, sobald die vorbereitet ist. Da gibt es dann noch schöne. Es gibt vom Moment Schlägerei. Mit schöner musikalischer Untermalung. Ja, ja, ja. Hau die auf die Fresse. Mhm. Nee, lassen wir. Jetzt einen Glückwunsch da. Danke. Ah, das ist ja wirklich ein Glückwunsch wert. Du hast ja einen richtigen Schnapper geschossen. Hattest du nicht gestern noch gesagt, du willst sparen? Ich frag deinen Freund. Hat sich erledigt, ne? Da will dir jemand Tschüss sagen. Aloha, erstmal herzlichen Glückwunsch. Also ganz ehrlich, als der Preis bei 50 war, haben viele, also schon bei 20 haben viele aufgehört. Ja. 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 Ehrlich, dieser Penner, der wollte mich auch noch hochbieten. Ja. Ja, ist der nicht gemacht, hätte ich gemacht. Ach du, so ist das wieder. Ja klar. Ich hätte gerne mitgemacht, aber so weit konnte ich nicht bieten. Wo war denn deine Grenze? Bei 33.000. Weil das ist, was ich auf dem Konto habe. Oh gut. Da waren wir ja schon nach 5 Sekunden oder so. Ah ja. Ja. Na gut, also Dom, wir sehen uns. Nee, wahrscheinlich nicht. Was? Ja, ich hab dir doch gesagt. Ach, ich musst du nachuntersuchen. Ja, du bist ja in Miami. Yep. I'm going to Miami. Ja. Wir werden abgeholt. Okay. Ja, für dich. Man munkelt. Man munkelt morgen, bis wieder jemand da. Wenn du möchtest, kann ich sicherlich gleich auch. Und kann ich sicherlich auch gleich Dom Tschüss sagen? Dann können wir schon mal zurück, dann haben wir noch ein halbes Stündchen oder so. Alles gut, mach ruhig was mit deinem Mann. Blick nur nicht allein zurück. Das mache ich nicht. Naja, das kriegen wir hin. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Auto im Vorgarten. Ich habe das Gefühl, unser Vorgarten wird zu klein, kann das sein? Nee. Nee? Hast noch ein bisschen was, sagst du? Ja. Okay. Ich habe noch einen Parkplatz vorm Haus. Der öffentlich quasi. Stimmt, wir haben noch einen ganzen Parkplatz. Du kannst ja auch vor die Hecke stellen. Auch noch hinstellen. Da muss ja eh keiner mehr durch. Komm her. Ich hatte ein bisschen mit Gegenwehr von Tanaka gerechnet, aber dass Drago dich verarschen will. Ah. Was ist dein Plan jetzt? Namen suchen und dann fragen, wann sie los will. Alles klar. Weil ich würde sonst mit KP schon mal los, weil der hat nämlich auch Flugangst. Der mag das auch nicht, da muss ich Händchen halten. Ja, dann geht schon mal vor. Ich rufe dich nachher an. Ja? Okay. Ja. Bis später. Bis später. Ich liebe dich. Dich auch. Ciao. Ciao. So, dann lass uns ein Fahrzeug suchen. Stopp. Ha! Ich habe an meine Schuhe gedacht. Ich brauche meine Schuhe noch. Unterm Tannenbaum. Hallo. Hi. Ja? Wie komme ich jetzt wieder zurück? Du stellst dich da vorne mit ans Tor und wartest wie die anderen. Ach so, die sind vorne, okay. Ja, genau.
Mengele? Ja? Hab irgendwie das Gefühl. Luxi-Buxi? Nee, das ist es nicht. Ja, was hast du denn für ein Gefühl? Was hast du für ein Gefühl? Hallo, jetzt rede doch mit mir zu Ende. Geben. Ich schub's einfach die Medics auf die Fläche. Ja. Hallo. Das wird doch spannend. Hallo. Ich schub's dich. Also bitte die Tanzfläche räumen. Was? Mhm. Ja. Hab mal an meine Schuhe gedacht. Hervorragend. Einen schönen Abend noch. Viel Spaß beim Schnuppern. Immer so ab. War die auch jetzt los? Oh. Weiß ich nicht. Achso. Naja, ich, wie gesagt, auch wenn du überlebst den Helikopterflug. Weiß ich nicht. Ja, ich auch. Hoffe auch. Wenn ihr so doof werdet. So, wer Interesse hat, kann sich. Da. Huch, Gott. Was ist das? Das ist ein Händchenhalter. Ein persönlicher. Ja, hab mein Teddybär ja abgegeben. Was, an wen? Warte mal. An wen? An Dom. Wie an Dom? Hab ihm den Teddy gegeben. Wieso? Ja, damit er was zum Händchenhalten hat. Ah, du bist süß. Mhm. Weißt du, dass du auch Flugangst hast? Habe ihm den gegeben, aber halt schon ein bisschen früher. Soll ich es unangenehm machen? Wieso? Frag nur. Achso, hier. Na klar. Das war da ja so. Boah. Ja. Ich sehe den gleich schon. Da kommt gleich jemand. Ich hab hier eine Ausbildung als Fakir gemacht. Ich kann quasi da drüber laufen. Da geht das Ding aus. Zeig. Na, jetzt wollen wir es alle sehen. Ja, jetzt wollen wir es alle sehen. Ja. Prove it. War ein Bluff. Mhm. Ja. Ja, war ja klar. Bist du Magier? Kannst du spontan in Flammen aufgehen? Ich kann machen, dass die Luft stinkt, ja. Wow, der war wirklich alt. Ja. Man kann auch 16 cm verschwinden lassen. Oh Gott. Ach Gott. Oh Gott. Haha, ich krieg das mit weniger hin. Großartig. Guck mal, der war viel lustiger. Ja. Ja, der hat aber aufgebaut. Das ist ja so eine Steigerung. Kann man nichts machen. Ja, aber der war viel lustiger als einer. Weniger. Ich bin halt Warm-Upper, was soll ich denn machen? Ich wollte gerade sagen, das ist ja eine Verminderung, nicht eine Vermehrung. Ich kann mir nicht helfen, hier soll es halt warm sein, ich fühle mich frostig. Nee. Also ich find's wirklich wahnsinnig. Ist wirklich Ansichtssache, hä? Ja. Großartig. Glühwürmchen. Hallo. Ich hab nichts getrunken. Na doch, ein Whisky habe ich getrunken. Na klar. Mhm. Willst du noch einen? Nee, ich glaube, ich trinke keinen Alkohol. Ich bin im Dienst. Mhm. Leute, ihr nehmt ihren Job ernst. Liebe. Alle warten. Nicht, dass wir hier einfach nur stehen sollen. Nicht, dass da irgendwie vielleicht was jemand was sagen sollte. So nach Motto, hey, ja, wir wollen... Also, ich war da gerade, hat der gemeint, hier vorstellen, da kommen da Shuttlebusse. Wir kriegen das Tor ja eh nicht auf, als von daher. Ja. Wir können Räuberleiter machen. Die von Merriweather meinten, man soll bei Touristics da anrufen. Ja dann, 2121. Also, hat einer bei Touristics angerufen? Nee, ich habe mit einer gesprochen von Touristics. Ich nehme erstmal einen Dübel rein. Noch gute nicht genug. Idee eigentlich. Grüße, wie ist denn das mit der Abholung von der Insel, wa? Da stehen eine Menge Menschen. Ja, hier stehen eine ganze Menge Leute am Tor, wa? Da ist ja schon wieder ein Auto. Aber da kommt ja dann quasi jetzt gleich ein hoffentlicher Bus. Gut. Boah, ist ja aktuell keine Abholung, wa? Da gibt's Überfälle am Yachthafen, deshalb wollen sie jetzt da gerade niemanden hinfliegen. Na klasse. Sehr gut. Comedy Gold hier, der ganze Laden. Sollen sie woanders landen? Ja, das habe ich mir auch gerade. Genau das habe ich mir auch gedacht. Alter. Beim PD landen. Sollst du mal probieren da. Ach, wir können zum Beispiel auf dem Central landen, dann kommt man wunderbar über die Treppe.
runter vom Helipad. Ja, ruf doch da nochmal an. Ja, ja, vielleicht sind aber doch auch Überfälle da. Genau. Und nicht, dass am Central das überhaupt gar nicht mehr offen ist, dass sich Überfälle sind. Was du nicht weißt, ist, wenn wir jetzt zurückkommen, wird die ganze Insel gebrannt, Schatz. Mhm. Die Orks fallen über das Land her. Na klar. Okay. Ja, wirklich. Ich hab Termine, ich muss doch weg. Ich muss auch heim, die Frau hat einen Eisprung. Oh Gott. Es wird wirklich nicht besser, KP. Oh Gott, das wird wirklich nicht besser. Das sinkt tief für euch heute. Haben eine Menge Leute gelacht, so schlecht kann er nicht gewesen sein. Ja, ich glaube, es haben die Falschen gelacht. Ja, großartig. Hm. Ja, dass es den Comedy Club nicht mehr gibt. Er war schon nicht so schlecht. Wo die das sagt? Was ist eigentlich mit diesem Kackvogel von Müller Motors? Warum ist der heute nicht da gewesen? Das war ein Wasknöter. Ich war die ganze Zeit auf Anruf von dem. Hm. Was sind wir hier jetzt eingesperrt? Service, da zahlt man 5000 Dollar. Und wird auf eine Insel gefangen gesetzt. Vielleicht liegt so eine Banane wie von Worms hier über den Zaun. Danke. Das dauert ein bisschen. Es gibt gerade Überfälle am Yachthafen. Hier wird keiner weggeflogen aktuell. Nicht, dass ihr euch wundert. Was? Hier wird keiner weggeflogen? Es wird aktuell hier keiner weggeflogen, weil es Überfälle am Yachthafen gibt. Oh. War so klar, dass irgend so eine Scheiße kommt. Ich würde mich nicht wundern. Ich würde einfach auf dem Davis landen und alle gehen über die Treppe da runter, aber nein. Ich bin wohl der Heli geklaut. Hey, hast du dich nicht schon vor einer Stunde von mir es verabschiedet? Gibt mehr als einen Heli. Ja, ich habe ihn quasi überredet zu bleiben. Ah ja. Mhm. War nicht so einfach. Und jetzt ist er hier gefangen. Richtig. Ja, auch gut. Ja, bitte? Rein. KP, das hat's jetzt nicht besser gemacht? Was baut Frust ab? Achso. Ist das so? Mhm. Na dann. Sag mal. Was denn? Mhm. Mhm. Was denn, KP? Mhm. Aha. Mhm. Erzähl uns mehr. Lass mich. Ach so ein Ding ist das. Da krieg ich doch alle. Wenn ich das gleich gewusst hätte. Nein, Kippi. Wo ist Steven? Nein, du wirst jetzt keinen über die Binde kippen. Über die Binde kippen? Der wird da hinten irgendwo sein, warum? Nur so. Achso, du willst Pflanze haben. Ich schaff das nicht mehr. Stevens Nummer? Hat jemand die Nummer von Müller, von hier Müller Motors? Doch, ja. Der hat kein Wiener, ich hab schon nachgesucht. Warum, was brauchst du denn? Ich will wissen, warum der nicht anruft, der Strolch. Warum er dich nicht anruft? Ja. Warum? Wo bleibt mein Auto? Da muss ich die Firma anrufen, wo du das Auto gekauft hast. Das weiß ich. Die Firma hat gesagt, die hinterlassen meine Nummer, der ruft dann wahrscheinlich nachher an. Weil die Firma ist hier. Max ist nicht da. Seid schon wieder. Wirklich Arbeitsverweigerung, jedes Mal dasselbe. Hast du gekauft, KP? Will da nicht drüber reden. Ich hab's direkt erraten, beim ersten Mal. Ich hatte einen Versuch und ich hab's erraten. Ich höre bei Gott, mein Arschloch ist verwanzt. Ich hab morgen einen Termin beim Proktologen. Er hat wirklich einen Termin beim Proktologen, deswegen hast du gemacht. Krieger gekauft? Nein. Was hab ich gekauft? Kein Krieger. Ich hab zwei gekauft. Ja, zwei Krieger. Sie konnte heute leider bei der Verlosung nicht mehr teilnehmen. Kein Geld mehr gehabt. Ich hab mir keinen Krieger gekauft. Deine Frau hat mir ja wieder. Hast du dir doch den Porsche noch? Nein, leider nicht. Ich hab's wirklich direkt erraten. Beim ersten Versuch. War großartig. Halt den Schnabel. Du hast mich verwandt. Ich weiß es. Nein, kein Torino. Ich kauf doch nicht so hässliche Autos. Das ist jetzt das zweite Mal, Käppi, heute. Ich will aufpassen. Ich bin ja angespannt. Die Lage ist wirklich. Ich würde ja übers Tor klettern und weglaufen, aber so. Nein, erzähl mal, was hast du dir gekauft, Käppi?
Ich hab mir was gekauft, damit ich meine Karriere quasi weiter fördern kann. Vielleicht soll heute gar keiner. Meine Karriere auf dem Maisfeld oder was? Nee, den Burrito habe ich gestern gekauft. Kannst du hier nicht ausdenken. Bin ein Geschäftsmann, was soll ich machen? Oder hast du jetzt endlich das E-Auto geholt? Nein, nein, nicht. Nee, habe ich auch Probe gefahren. Kennen die heute gar keine. Für euch zur Info, nicht wundern, es wird aktuell keiner von der Insel gebracht, weil am Yachthafen Überfälle sind. Deswegen stehen wir alle rum. Kann ich so bestätigen. Das sind alles Ausreden, die werden uns alle einsperren und umbringen. Absolut richtig, die werden gleich diese Feuerwerke hier mitten in die Menge schießen. Ja, ich habe auch jedes Mal 3 Nahtoderfahrungen, wenn ich mit dir fahre. Das waren heute, nach meiner Rechnung, 2 Laternen. Mach mal Platz, das Jurassic Park Dorm muss aufgemacht werden. Guck mal, ich hab's genauso genannt. Jürgen und ich verstehen uns. 9 Leute. Ja, nicht alle auf einmal. Das ist schon deutlich mehr als 9. Ja. Ah! Nein, ich will nicht der Keks sein! Ich will nicht der Keks sein! Ich weiß, unsere Gruppe sind 8. Jetzt nicht mehr. Ja, wenn sie jetzt draußen sind, kommen sie nicht mehr rein. War die halt hier, wa? Stellt sich mit Absicht vor die Tür. Klasse. Das ist ein Idiot, ey. Der euch jetzt nicht eingeschlossen? Was hat er sich denn jetzt gekauft? Darf ich dir anscheinend nicht verraten? Er hat es mir heute gesagt, aber ich hab's vergessen. Wie gesagt, ich hab's wirklich beim ersten Mal erraten. Das war wirklich ein großer Zufall. Sehe ich ihn aber auch drin, muss ich zugeben. Was soll er sich denn nicht gekauft haben? Ich würde nach KPs Schuhe unten da durchlöchern. Bin ich gerade beschäftigt. Versucht er gerade die Tür aufzubrennen. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Bitte nicht, bitte tu es einfach nicht. Nee, tut er nicht. Außer er kann Dietrichen und SMS schreiben gleichzeitig, dann schon. Naja, Multitalent. Vielleicht versucht er auch das Tor mit dem Handy aufzubrechen. Das arme Handy. Vielleicht hat er so eine Multifunktionshülle. Gott, nicht Dimitri aus Versehen schreiben, weil er mit D anfängt und ich den hier gesucht habe. War der aufgegangen? Ja. Ansichtssache. Da ist gerade jemand durchgegangen. Ja. Nein, also jemand, der einen Schlüssel hatte. Hä? Wieso bist du jetzt wieder hier drin? Ich dachte, du wolltest gehen. Hey, genau. Ich wirklich an, jemanden verprügeln. Wirklich. Einfach. Was, denn? Was willst du denn jetzt, Krippi? Krippi? Was? Okay, Krippi, ab, komm. Komm mit. Was passiert? Komm mit. Krippi, komm. Komm mit. Ich zieh dich jetzt am Kraken hier weg. Komm. Was komm. Passiert jetzt? Hopp, hopp, hopp. Was? Mitkommen. Reiß dich zusammen! Hab ich den jetzt schon wieder gemacht? Reiß dich zusammen! Was hab ich gemacht? Du kannst Dami nicht verprügeln. Lass es einfach. Du hast dir da was Wundervolles aufgebaut. Lass es einfach. Ich hab mich komplett in die Scheiße mit allem hier geritten. Ich bin voll einfach runter. Wieso, was hast du wieder gemacht? Ich bin mehr der Spucker. Was hast du gemacht? Was meinst du mit Scheiße geritten? Weiß nicht, ich hab da einfach ein Gefühl für. Ich weiß genau, warte, dass du nicht den Schnabel halten kannst. Ich weiß es. Wofür? Wovon jetzt? Wie gesagt, red da nicht drüber. Und ich weiß genau, du wirst es ansprechen. Ist ja das wirklich so wichtig, dass ich es nicht tue? Obwohl es mir wichtig wäre, es zu tun.
Weil mich das wirklich ankotzt. Mach, was du für richtig hältst. Ja, entspann dich mal. Oh Gott, bitte nicht. Oh Gott. Ich habe wirklich schlechte Erinnerungen an deine Yoga-Posen mit Handtuch an und so. Junge, das war ein Tanz. Ach scheiße, das war ein Tanz, das war dumm recht. Na, dann mach Yoga. Oh Gott. Namaste. Ist dir so wichtig? Dann warte ich einfach, bis ich sowas nochmal mache. Das ist nicht das letzte Mal gewesen. Geht und auch nicht nur bei dir. Das ist mir ehrlich gesagt egal. Ach, Gibi. Jetzt sei doch nicht zu mir so. Ich habe nichts gemacht. Ich kann da nichts für. So. Gut. Ich hab's gesagt. Was? Was? Nix. Ich hab's nicht verstanden. Nee. Was hast du gesagt? Du sagst, ich hab dich lieb. So. Ich hab dich auch lieb. Aber das hatten wir doch schon. Ja. Und? Na? Und? Was hat das jetzt geändert? Ja, ich hab's gesagt. Hm. Geht einem gleich besser. Ja? Quasi. Ich hab dich auch lieb, KP. Bin ich sauer. Käferchen. Würmchen. Siehst du. Hinten anstellen. Jetzt schnappt die Leute noch nicht so an. Ja, ein bisschen. Es können immer nur 9 gleichzeitig raus, deswegen ein bisschen schon, okay. Ja. Achso. Und es verzögert sich. Ja, das Problem ist, verzögert sich alles so ein bisschen, weil es Überfälle am Zielort gab, deswegen, ja. Auch wirklich? Ja. Ich versuche das mal zu erklären in der Sprache meines Landes. Thank you for traveling with Deutsche Bahn today. Take care and goodbye. Okay, wo kommt das? Das habe ich verstanden. Ja. Ich habe es nicht verstanden. Keine Ahnung. Ich habe den Akzent nicht verstanden. Ich kenne diesen Akzent gar nicht. Nee, ganz komisch. Also, weißt du, ich verstehe hier alle großen Mexikaner. Wirklich. No, see. Aber das war wirklich unverständlich für mich. Ich verstehe das auch nicht. Ich habe es verstanden. Ich guck mal, den Mann hier, den versteht man richtig gut. Wirklich, echt. Nein. Aber KP, das war gerade wirklich. Du hast Parcel gesprochen quasi. Schlange? Ah, du bist Schlange. Schlangenschlauch, oder was? Denn eine Anaconda oder was? Ja, König. Oh Gott, nein, jetzt geht das wieder. Nein, bring den Spruch doch bitte nicht wieder. Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Oh nein. Gleich sagt er euch wieder, dass er 16 cm verschwinden lassen kann. Ja, wirklich, echt. 16? Ja. Oh. Okay. Waren es 16? Ah, natürlich, Zuckerstänkchen. Ach Gott, ich kann aber nicht. Nein, ich kann aber nicht. Ah. Zucker, was? Oh no. Nee, jeder hat ja seinen eigenen Namen, wa? Komm, Königskobra, wir gehen. Ja, das ist warte mal, ich bin jetzt eine Königskobra? Oh. Ja? Was? Wieso bin was? Ich jetzt eine Königskobra? Wieso bin ich jetzt Schlange? Ich rede hier von meinem Köpfchen. Oh Gott, er hat... Oh. Ich kann's nicht. Okay. Ich kann's wirklich noch nicht, ne? Ich kann's wirklich nicht. Warum trifft denn diese Gespräche eigentlich immer so ab, sobald irgendjemand anders dazukommt, GP? Wirklich. Wenn man mit ihm alleine spricht, ist er ganz anders, ich schwöre. Das ist ja ganz ruhig wahrscheinlich, ne? Ah, ja. Ich hab mich verändert, ganz, alle ganz sagen angenehm. Das. Der ist so handsam, ne? Ja, absolut. Wirklich. Der muss dann vor anderen muss er immer so ein bisschen aufmücken, ja. Ja, mein Outfit schreit auch wirklich, dass ich aufmucken muss mit meinem rosa Flamingo-Shirt, meiner rosa Badeshorts und meinen rosa Leuchteschuhen. Wahnsinn. Ja, ey, hat sich ja die Partnerin stylisch, ausgesucht, ja? Oder? Was? Nein. Eine Partnerin ausgesucht. Nein, also nicht. Es gibt keine Partnerin. Hä, wir sind Geschäftspartner, natürlich gibt's eine Partnerin. Oh, ja, dann hat die Partnerin ausgesucht. Nicht, ne? Nein, hä, ich hab's nicht ausgesucht. Natürlich hast du es ausgesucht. Nein, ich hab dir nicht gesagt, was du anziehen sollst. Du hast das ausgesucht. Nee, die Badeshorts habe ich nicht ausgesucht. Stimmt, die hatte ich schon vorher. Ah, siehst du. Aber nicht einmal für 300.000 Dollar würde ich dieses Hemd anziehen. Ja, dann braucht man natürlich auch das nötige Selbstvertrauen, wa? Das ist Selbstvertrauen, das ist es, genau. Ja, natürlich. Da braucht man die richtige Ausstrahlung, sag ich immer. Und wenn jemand diese richtige Ausstrahlung hat, dann ist es natürlich, ne? Also, man kennt mich quasi. Moment. Ja, schieb mich nicht weg. Vielleicht erkennen sie mich aus den Cartoons. Oh. Ah, Moment. Ja, es ist Magnum. Er hat vollkommen recht. Wer bin ich? Welcher Superheld? Oh nein, Durchfall-Man ist wieder da. Durchfall-Man ist wieder da. Oh Gott, ist weg. Ja, was? Durchfall-Mann. Durchfall-Mann, okay. Durchfall-Mann. Der Durchfallmann so. Ich rette dich auf meine Weise, drum steckst du tief in meiner Scheiße. Oh.
viele Leute hast du heute schon gerettet? Nein, ich rechne jetzt mal diese Jungfrau in Nöten. Entschuldigung, bist du stuck? Was heißt, wenn du jetzt eine Fähigkeit einsetzt, um sie zu retten, musst du sie ankacken, oder was? Oh, nein, bitte kack mich nicht an, bitte. Ich sorge dafür, dass die Luft stinkt, dann kommt die von ganz alleine da hoch. Oh Gott, I. Großartig. Hallo. Wieder. Eine Katastrophe gewesen, ne? Direkt. Oh Gott, Hilfe. Großartig. Kann das auch einfach nicht mehr. Oh. In der Tasche hast du Klopapier, oder wie? Na, hab ich was verpasst? Ja, Durchfall-Man war wieder da. Mann. Oh, was, Mann? Immer verpasse ich den Mann. Ja, wirklich. Hab euch beide auch noch nie in einem Raum zusammen gesehen, wirklich. Ja, quasi. Hm. Kennst du noch den Slogan von Durchfall-Man? Diesen Comic habe ich gesehen von dem Mann. Ja, wie war denn der Slogan gleich noch? Irgendwas mit Scheiße. Warte mal. In meiner Scheiße. Warte mal. Wie war das nochmal? Lass mich mal kurz. Er rettet dich auf seine Weise, drum steckt man tief in seiner Scheiße. So ein Ding. Ah, verstehe. Ja. So ein Ding. Episode 3, Band 23. Großartig, toller Band. Hinten anstellen. Wollte gerade sagen, Tanaka, halt, stopp, hier wird angestanden. Doch. Ja, das Problem ist, dass nur 9 Leute gleichzeitig durch dieses Tor können. Gut. Ja. Und es gerade ein bisschen Stau gibt, weil es Überfälle am Yachthafen gibt. War schön. Ja, gut. Als ob du dich jetzt vordrängst, Tanaka. Das ist eine absolute Frechheit. Ein weisen Mann. Das ist eine absolute Frechheit. Du kommst hier nicht vorbei. Es tut also, mir leid. Warum haben sich hier alle? Oder? Ich melde. Im Englischen. Guck mal, wir müssen nach vorne. Wirklich. KP, wir müssen nach vorne. Die drängen sich alle vor. Die drängen sich alle vor. Superstars. Heiß. Du bist immer noch hier. Heiß. Wie? Warum nicht? Wer ist gefangen hat? Keine Ahnung, weil. Keine Ahnung. Dacht uns keiner auf jeden Fall. Also seid ihr schon vorne beim Kuchen? Oh Mann. Nicht in Ordnung, gibt dann rechnen wir uns auch hier. Naja, das dauert ja noch. Es ist wirklich. Ihr habt das schon gemerkt, wie viele Leute hier durchgekommen sind, seitdem ihr ansteht. Was für Überfälle und hier die auf Leute Insel, oder was? Nee, stehen ja schon noch ein bisschen länger. Wieder so weit. Oh Mann, nee. Ich sollte. Ja, okay, verdammt. Igel. Ja, ich höre. Ja, komm, Kiki, wir gehen ein Stück zurück. Ja, aber uns mit? Schafft das nicht. Ja, dann komm halt her. Schafft das nicht mehr. Jetzt kannst du nicht mal mehr ihre Stimme ertragen, oder was? Nee, dieses dreckige Volk von Vordrängeln, das macht mich sauer. Da kommt der Deutsche aus dir raus, kann man da nicht eine verdammte Reihe bilden? Nein, kann man wirklich nicht, Gaby. Wir sind hier nicht in Deutschland. Es ist wieder eine Mauer, die uns trennt. Kann nicht sein. Hast du vor, durch dieses Tor zu gehen? Ja, natürlich. Ich hab nicht vor, hier zu pennen. Ja, ich auch nicht, aber wenn das so weitergeht, dann. Und um 23 Uhr, ja? Ja? Was ist das? Der letzte Flieger geht. Ach Quatsch, als ob die um 23 Uhr dann nicht mehr fliegen. Ganz ehrlich, dann sollen sie mir einen Heli geben, dann fliege ich die Leute rüber, ganz ehrlich. Ich schwimme. Und dann lande ich woanders, nicht beim Yachthafen. Ist mir egal. Diesen Heli noch nie geflogen, aber ist egal. Ich glaube, es ist keiner Heli. Bei Reason Units da, der uns abholen kann, oder? Das wäre doch großartig. Oh, das war wirklich großartig, aber ich glaube, die werden abgeschossen, wenn die versuchen hier zu landen. Wirklich. Und ein Scharfschützen. Mhm. Oder Raketenwerfer oder so. Anti-Air. Weißt du, dass ich mindestens mit Dom drüber sprechen muss, oder? Harriet, red einfach drüber, worüber du möchtest. Nee, dir ist es anscheinend wichtig, dass ich nicht drüber rede. Aber das Problem ist, Dom wird mich fragen, was los war. Was soll ich sagen? Ich will doch nicht mal mit dir drüber reden. Ja, habe ich gemerkt. Aber ich habe es ja irgendwie geschafft durch Penetranz und wirklich Sachen. Du hast mich quasi penetriert, ja? Ja, ich habe dich quasi penetriert und ich hasse das. Ich hasse das wirklich. Ja, dann mach's doch nicht. Doch. Warum? Weil ich gemerkt habe, dass es dir nicht gut geht. Es hat doch nichts geändert. Doch. Nee. Weil so wärst du dann einfach gegangen und ich hätte mir gedacht, ja toll, was ist mit KP los? Jetzt weiß ich, was mit KP los ist. Ja, aber es ändert doch nichts. Du hast doch damit nichts zu tun. Ja doch, schon. Ich vermittle ja offensichtlich den Eindruck, als bräuchte ich einen Hund oder so. Soll ich mit Herr Paletti reden? Einen guten Draht. Oh, dann aber so einen großen. So einen Labrador. So einen Goldie. Ja. Oh Gott, ja. Was war das denn für ein Jahr? Ja.
Also hat die wieder überfordert, ja? Am Gesicht gebremst. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Das stimmt. Du brauchst was zum Rubbeln? Kauf mich. Ein Los, 24,99. Was? Gibst du gerade Anmachsprüche? Nee, das ist die letzte Werbung vom Pavels Casino. Was steht hier? Großartig. 5 Lose, 1 Los, 19,99. 10 Lose, 1 Los, 14,99. 25 Lose, 1 Los, 9,99. Klasse. Lass mal kurz durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Harriet! Ja? Wir sind die letzten zwei. Ja. Klasse. Wenn wir Dimitri ganz nett fragen, kommen wir bestimmt in den nächsten Bus. Hm? Lass mich überlegen. Willst du Beziehungen spielen lassen? Nee. Quasi einen Gefallen Guthaben bei Dimitri. Klasse. Ja, warum nicht? Eine gute Idee, oder? Schreib ihm gleich eine Geschäfts-E-Mail. Ja. Und dann auf dem Schock nehme ich auch gleich noch einen Kredit bei ihm auf. Mhm. So würde ich vorträgen. Dann guck sie dir an, wie sie da stehen, die gierigen Affen am Tor. Dreckige Pack. Wirklich. Hallo, nein, nicht alle raus. Stopp. Ja, yeah, raus sie. Nein. Drängt sich der Nächste vor. Jetzt kann erstmal noch zwei Leute mitkommen und die anderen müssen dann bitte nochmal warten. Wir müssen. Nella. Okay, Stab. Sind schon zwei durch. Vasili, du auch bitte. Nee, einmal rein. Das Takalaka, der sich da durchgedrückt hat, der mit natürlich. So ein dummes Arschloch. Du musst auch leider wieder zurück. Oh, das gibt ein paar Sterne Abzug, würde ich sagen. Ja, das war ein bisschen. Vasili, kommst du bitte? Danke. Wir kümmern uns drum. Aber Valentina. Ja. Das ist wieder Ansichtssache, das hier. Ich nehme zu nahe treten, aber bei mir steht der Torsperr angelweit offen. Ja, bei mir nicht. Bis gleich. Jetzt auch nicht mehr. Marv jetzt umgekippt, mein Gott. Entspannen sich einfach alle mal ein bisschen. Ja, das ist die Haltung. Das ist der Way to go. Das stelle ich mir auch sehr bequem vor. Wahnsinn. Ah. Wieso nicht? Ja, klar. Warum verbrennt er jetzt seine... Ich müsste halt echt mal auf Toilette, ne? Ich möchte einfach ganz kurz hier alleine stehen und auf Toilette gehen. Geht das? Ohne, dass mich jetzt irgendeiner anquatscht. Geht das? Ich weiß nicht. Ah, es geht nicht. Verdammt. Das war, ich kann nicht so viel trinken. Ich kann offensichtlich nicht auf Toilette. Aber für dich natürlich. Da kommt der nächste Vordrängler, ich sehe ihn schon. Die nächsten paar kommen. Neun, zwei, vier, sechs, sieben, acht, neun. Im zweiten Bus wären wir wieder drin. Also ab jetzt der zweite Bus. Okay. Erste Frage, warum? KP, zweite Frage, wieder hin. Warum? Eine Mistgabel? Nee. Das ist cool, das Ding. Tut mir leid. Nächste, der sich du bist aber nicht die hellste Kerze auf dem... Der Nächste, der Vordränge, kriegt eine mit der Fackel. Das reicht jetzt. Ab jetzt wird gelünscht. Oh Gott, der Deutsche dreht durch. Hilfe. Ja, dann musst du gleich Gülli eine runterhauen, glaube ich. Wenn ihr noch einer vordrängelt, dann gibt's eine mit der Fackel. Bei Gott. Wer jetzt Vordränge, kriegt sie. Ich zünd an. Es ist genug. Ich bin sowas von entspannt. Gut, ich glaube, ich kann kurz. Ich glaube, ich kurz auf Toilette gehen. KP ist beschäftigt. Was ist denn mit euch nicht in Ordnung, ihr Vögel?
Ich würde nicht so nah an die Fackel gehen mit dem Geruch. Da kann sein, dass der Atem Feuer fängt, ihr Vögel. Ja, dann flatter mal ab. Was ist denn mit dir? Eine schlechte Schieße? Großartig, großartig, jawoll. Ich glaube, dem sitzt was quer, du. Ja, ich habe einen Furz quer stecken. Ja, das glaube ich auch. Ja. Naja. Oh Gott. Oh Gott. Er hebt ab. Ah, er ist den ganzen Abend schon high. Hm? Macht gar nichts. Ja, hat nicht geklappt. Ja, ja, klar. Candle Highlight. Hm? Candle Night Dinner? Ja, ja, klar. Ja. Guck mal, die Kerze hat er schon in der Hand. Ja. Natürlich, natürlich. Das ist eine große Kerze. Ja. Ah, oh, die ist okay. Einfach zu heiß. Ja. Ist richtig. Sag mal, hm? Ja. Was ist rot und dreht sich? Hm? Niemand? Keine Ahnung. Nippeltwister. Oh. Ah. Ja. Gott, gib mir. Ah, ja. Oh Gott. Denn? Nee, 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 jetzt übertreib mal nicht, du. Ja? Ein Nippeltwister ist ja was Homoerotisches auch ein bisschen. Ja, ja, ne, klar, ne, Spielerin immer. Ja, ganz ehrlich, wenn die irgendwie Probleme haben, hier mit den Helis die Leute wegzubringen, dann sollen sie mir einen Heli geben, ich flieg selber, ganz ehrlich. Das Problem ist wohl, dass ich hier... Ja, obwohl, ja, stimmt, hast recht, ja. Ich hab keinen Piloten. Ja, ach, über... Ja, ich ruf da mal schnell an, ich bin zufällig Pilot, da ist sowas. Klasse. Aber warum muss der Bus denn beim... Ach, ich versteh's auch nicht. Ich versteh's nicht. Was? Wenn was ich wüsste, wie der Heli sich fliegt. Wenn ich diesen Heli schon mal geflogen wäre, würde ich es mit dich machen. Aber ich habe ein bisschen Schiss. Dass ich ganz, ganz anders fliege und ich ganz, ganz große Probleme damit kriege. Ach, was soll schon passieren, oder? Können wir mal fragen. Oh, ein Scheiß, ruft er jetzt an. Ja, da wären wir mit dem Schwimmen genauso schnell gewesen. Also, was ist denn da jetzt? Ey? Das ist ja der Rätsel dabei, man weiß es nicht. Live-Telefon LF Touristics, hola! Bist du da reden, bitte? Okay, hi, hier ist Harriet, sag mal, ich hab gehört, was ist denn gerade die Engstelle? Habt ihr keine Piloten oder was ist die Engstelle? Ja, genau. Ich hab zufällig einen Pilotenschein. Oh, das ist super. Ja, warte, ich red mal mit Gustavo. Ich bin aber noch hinter dem Tor quasi. Ja, ich weiß. Sonst könnte ich vielleicht aushelfen. Ja, alles klar, ciao. Ciao. Schrei doch. Oh Gott, Dom. Deine Schuhe. Ja, oh Gott. Entschuldigung. Aber beeilen Sie sich, ich kann hier die Ringgeister nicht mehr lange fernhalten. Das ist so ein Spacko. Wirklich. Wenn ich mir das so angucke, dann sind das eher Dementoren, aber egal. Gott, ich bin aber heute auch wirklich ein Trampeltier, hä? Mein Gott. Ich glaube, die haben wahrscheinlich nur einen Piloten. Das dauert halt echt ewig, wenn du da alleine irgendwie die Leute rüberfliegen musst. Vielleicht steht da sogar noch ein Bastard. Nein, da passen nur zwei Leute rein, ne? Achso, passen die anderen auch. Ja, geil. Nehmen einfach so ein Bastard. Da standen vorhin ganz, ganz viele Helis. Ich nehme so einen Medic-Heli einfach. Und dann kann ich meinen Bastard fliegen. Dann habe ich kein Problem. Und fertig ist. Fertig ist der Bums. Los geht's. Controller funktioniert? Ja, Controller funktioniert theoretisch. Okay. Wir fliegen die Leute gleich darüber. Dann geht er ein bisschen schneller. Doppelt so schnell quasi.
Ach ja. Gucken wir mal. Kleines Turbo-Pfeife. Ja, ja, Bassard hat 4 Sitze. Aber ich habe vergessen, dass dieser. Der andere. Der Transport-Heli. Also der schickere Heli. Auch nur 4 Sitze. Ich kann nicht der sieht halt so groß aus. Ja, das Gefühl, er hat 6. Ich glaube, der fackelt nicht. 6 Sitze. Aber hat er nicht. Die haben aber mehr als einen Heli, oder? Gegangen, Platz vergangen. So ist es. Ja, Römerdetektiv, ne? Klar, Kanzlei, Fast as Looks. KP? Pass mit der Fackel ja, bitte auf, mein Gott. Was mit B-Boot? Komm doch rüber, Collins. Ja, auch. Ja, praktisch, dann hätten wir 2. Da wir dürfen gar nicht weg, weil wir haben nichts gekauft bei der Kaffeefahrt. Scheiße, ja. Ja. Was ist denn das für Hermanns, ey? Aber ich habe ganz viele Getränke mitgenommen. Stimmt, Durst habe ich auch noch. Hast du was? Was willst du? Ich habe hier quasi die ganze Theke. Och, gib mir irgendwas. Oh, kriegst du da mal ein bisschen was von? Ja. Ja, vielleicht. Oh, gib mir irgendwas, du. Ja, ja, mach ich. Ach. Schön, schön. Ich kann eh nicht mehr unterscheiden, was das ist. Einfach rein, rein in den Rachen. Kann es nicht sein, tut mir leid. Wisst ihr, was ich jetzt trinke? Nee. Ein Sake. Ich sag bloß, du. Sake, bitte. Was da geht der? Das ist ziemlich sarkastisch. Hey, kulturelle Aneignung. Rothaarige Dame, einmal bitte. Sake, dem ja. Was? Danke. Gerade schlecht. Warum? Weil da, glaube ich, gerade wieder ein Auto kommt und ich mich als Pilotin angeboten habe. Schlecht. Sake juckt. Okay. Ist das jetzt, also ist das wirklich zeitdringlich? Dringlich? Arbeit. Ich sollte mich auch ja, aber können wir nicht, wenn wir drüben ja, sind, über Arbeit reden? Ja, okay. ich sehe wie meine Zeit, deine Zeit dahin schmelzen. Vielleicht ist das jetzt immer ausgesetzt. Forever never. Ja, vielleicht ist es auch so eine Tour 1-2-3 Situation und da vorne ist der Zonk oder so. Ja. Ich wollte gerade sagen, der sitzt dahinter bestimmt. Hm? Ob er wirklich richtig steht, sehe, wie der, also das Licht dann geht, oder was? Nee, eher ausgeht. Weil dann war es falsch. Ich habe schon den ganzen Abend drauf gewartet, dass das Licht ausgeht. Ja. Aber ist nicht passiert. Mit den Neonbändern, ganz ehrlich, geht dein Licht auch nicht aus heute. Ja, natürlich. Mhm. Gönni. Ja. Style ist halt, wie man es kann. Ja? Wenn man es tragen kann, ja. Richtig. Richtig. Wenn man es einfach macht. Richtig, richtig. Ja. Es ist halt nur einmal Junitag. Ja? Heute ist Junitag, ja? Klar. Na klar. Ja, klar. Der 20.12. wäre jetzt nicht der Junitag. Genau, ne? Ja. Ja, muss ich mir merken, warte kurz, schreib ich mal auf. Nach dem julianischen Kalender. Ja? Nächstes Jahr beglückwünsche ich dich zum Junitag. Perfekt, machen wir zu. Ja? Mhm. Ah, schön. Was trinkst du gerne? Bier? Alles. 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 Okay, alles. In der Reihenfolge auch. Also, warte, schreib ich auch noch auf. Von A bis E. Von. Na, das ist aber nicht alles. Aber L nicht vergessen. Okay. Zweimal. Von A bis E und dann geht's weiter, ja? Mal verstehe. Ja, also. Irgendwie so war das, glaube ich. Okay, verstehe, ja. Warum stehen wir hier eigentlich? Ich hab gesagt, wir müssen schwimmen. Mit Schwimmen wäre wahrscheinlich schneller gewesen. Ist hier die Party? Mit Schwimmen wirst du wahrscheinlich vom Hai gefressen. Wie ist das doch? Hat er auch was davon? Ja, nö. Ach, nee, so ein Sitzstreik bei uns. Ach, ist das so eine stille Protest oder was? Flashmob, Gönni. Flashmob? Still ist es nicht. Was für ein Brodoko? Ich glaube, der ist voll bis auf, wenn du da erzählt einen Schnuss da vorne. Na komm, erzähl schnell. Hallo. Ich bin gerade in der Auftragsack am Schreiben. Ja, komm, erzähl. Was ist? Ich habe einen Anruf bekommen. Ja, habe ich mitbekommen. Vom Jörg. Von wem? Jörg. Wer ist Jörg? Letti. Ich kenne keinen Jörg. Achso, ja. Wer ist Jörg?
Alte Arbeit. Ja? Was wäre? Eigentlich was recht Einfaches. Er würde mal gerne wissen, was da genau um Lonnie, wie der genau zu Tode gekommen ist. Wurde angeschossen, lag im Koma und konnte nicht gerettet werden in Baker. Vielleicht noch ein bisschen mehr rausfinden. Da hat er ein großes Interesse dran. Natürlich Diskretion. Klar, Diskretion. Wie soll ich das? Kann ich Dimitri fragen, wenn du möchtest. Da stand ja auch so in seinem Sterbebett. Ja, jeder stand da wahrscheinlich im Sterbebett. Ja, ich kann es versuchen. Ich habe ja wieder Kontakte zum Baker. Genau, wir kriegen das raus. Aber ich denke, dass Paletti tatsächlich kein schlechter Kunde ist. Preis? Ja, ist ja gut. Von ihm hältst. Ich habe das mitbekommen. Hast du einen Preis ausgehandelt schon? 50k oder nein, so? Nein, das können wir machen, wenn wir die Infos haben. Gut. Und dann können wir was anbieten. Du wolltest 10% Vorauszahlung haben, nicht ich. Ja, aber ich habe kein Gefühl dafür, was man den reichen Leuten von 50 des Landes hier abknüpft. Dann machen wir zusammen. Wir treten da eh zusammen auf. Naja, wir stellen uns aber vor. Genau, und Hergang. Boah, genauere Infos um die Todesursache. Ja, ich frag den doch mal. Heute machen wir nichts mehr. Ich kenne dich doch. Nee, heute machen wir sicherlich nichts mehr. Außer vielleicht noch ein bisschen Heli fliegen. Großartig. Hab da angerufen, habe ich angeboten als Pilot. Aber ja, irgendwie. Wenn das genauso gut ist wie eine Aussage beim Bedienen einer Geiselnahme zu machen, dann. Gut, weiß Bescheid. Gut. Du fängst eine, es ist nur ein Wassertropfen, das ist ja richtig verarscht. Du fängst eine, hast du jemand beleidigt? Ich bin heul, ja. Deine Schulter tut meinem Arm weh. Wollte ich gerade sagen, meine Schulter tut mir weh. Woran liegt das jetzt? Woran hat sie gelegen? Ja. Da frage ich mich immer. Schon hinlegen könnte ich mich jetzt auch. Trägt Dom eigentlich Lipgloss? Deine Lippen glänzen immer so. Das ist eigentlich gleich so eine Situation von wegen hier Frauen und Kinder zuerst und dann, also ganz am Anfang die Web-Leute. Gibt das vielleicht so eine Massenpanik? Ich bin ja kompletter Web auch. Ja, sie müssen alle vom Tor wegtreten, sonst kann ich das doch nicht aufmachen, verdammte Scheiße. Ja, hab ich doch mal fragen, ja? Ja. Kinder. So, die nächsten 9 können mitkommen. 9? Ganz genau. Da sind wir schon. Nami, Nami, Gustavo? Nami! Ich hab einen Pilotenschein. Brauchst du Piloten? Ich brauche Helikopter. Achso. Nein! Ah, verdammt. Hola. Wir sind mehr als 9. Ich wollte doch nur fragen, ob er Piloten braucht. Ja, ich wollte auch nur fragen, ob er Piloten braucht. Hauptsächlich brauche ich Helikopter und keine Piloten. Einmal mit rüberfliegen und dann einen anderen Helikopter holen. Gute Idee. Code, wir wissen, wo wir warten. Ah! Müssen wir jetzt auf. Gustavo? Wenn ich jetzt mit rüberfliege, könnte ich einen anderen Helikopter holen und mitfliegen. Alles klar. Ja, soll ich machen? Beeilen Sie sich, treten Sie nicht. Ich wollte nach Hause. Trägt doch ein Lipgloss als Umfrage. Habt ihr so noch einen Platz? Dann steig ein, steig ein. Kommt, mach ihn. Hey. So, bist denn, steigt denn gleich die Dame mit dem Helikopterschein am Flughafen aus? Ja. Nee, ich hab wirklich einen. Naja, aber es fehlt an Helikoptern, Connor. Ach so. Und ich habe einen Helikopter und einen Pilotenschein, also ich helfe gleich mit. Vorteil. Diese verdammten Idioten, die ich engagiert hatte als Helikopterflieger, die sind alle weg. Die sind alle schlafen gegangen. Hola. Pilotenschein hätte ich, habe bloß keinen Helikopter. Na, wie gesagt, den habe ich. Ja, ruf die einfach mal an. So. Aber hier stehen noch ganz viele. Achso, das ist ja. Kommst du, kriegst sie nicht auf, die Helis, ja? Haben wir noch Piloten hier, Vito? Ja, ja. Also,
Ja, okay, auch. Alles klar, perfekto. Dann alle entspannen einmal. Die Italien sich einfach auf die Helikopter auf. Einfach in drei Gruppen. Genau, am besten in Dreiergruppen selbst dann nicht zu den Helikoptern aufteilen. Habt ihr, drei können mit mir kommen. Habt ihr noch Helikopter, die einen Piloten brauchen? Ich habe einen Pilotenschein. Na, lieber nicht. Ich glaube, wir haben nicht genug. Scheiße. Alles gut. Na gut. Wir haben genug Piloten. Kannst dich entspannen und mitfliegen, ne? Jetzt fliegt Dom also ohne einen von uns beiden, das ist ja super. Ja, das ist echt bescheuert, aber ich komme gleich einfach mit dem Heli wieder. Das passt schon. Kannst aber nicht einfach mit dem Heli. Oh nein! Nein! Amigo, da hinten ist noch ein Hubschrauber. Ah doch. Amigo. Da rechts der gelbe. Jetzt klärt das ab. Dom und KP können gleich Händchen halten. Der hat nämlich auch Flugangst. Gustavo, kommst du noch einmal mit mehr Leuten? Ja, da kommen noch mindestens zwei Busse. Perfekt, alles klar. Ja, wenn das mal reicht, war ich würde fast sagen drei oder so. Naja, mindestens. Ganz wilde Nummer. Alter, Paranoia ist schon. Frag mich, ob ich da halt einfach hinfliegen darf oder ob ich abgeschossen werde. Weil unangemeldeter Heli und so. Hab bisschen Schiss. Jetzt haben wir halt wirklich die zwei Leute, die Flugangst haben, alleine gelassen. Das, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber er hat gesagt, er braucht ein Heli. Da standen 50.000 Helis rum. Die hätten mir auch einfach ein Heli aufmachen und anmachen können. Dann hätte ich auch fliegen können. Ja, bis ich da. Ja, ich muss ja noch irgendwie zu Wiesel los, ja. Ich habe ja nicht mal mein Motorrad da. Ja, wobei, das ist nicht weit. Wiesel News ist nicht weit von Alice Touristics. Jetzt, wo sie drei Helis haben, sind die dann wahrscheinlich wirklich weg. Kann's ja versuchen. Wobei, echt ist aber einfach zu dieser Insel zu fliegen, ne? Dem Heli, der nicht deren ist. Das ist ein guter Pilot übrigens. Der macht das echt safe. Oder die Helis fliegen sich besser. Das kann natürlich auch sein. Aber der macht das echt stabil hier. Meine sehr geehrten Fluggäste, in Kürze erreichen wir den Flughafen LS Touristics. Ich vielen Dank. Wünsche einen angenehmen Abend und viel Spaß. Ich hoffe, ihr seid einen schönen Abend, ja? Und dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Abend. Ja? Ciao. Adios. Deine Helis sind empfindlicher, ja. Ob ich richtig? Ja, über die Straße weiter. Bin gleich da. Ich versuch's einfach mal. Sonst halt Rip Harriet, ne? Einfach fürs Helfen. Helfersyndrom halt. Was soll ich machen?